Bausteine, das ist natürlich gut. Dadurch entwickelt sich unsere Sprache, beziehungsweise wir können viel besser mit dem Gag kommunizieren und unser Ansehen steigt natürlich auch. Des Weiteren finden wir eine Basis, in der ein solcher Gag lebt und was da passiert, das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier bei No Man's Sky. Wir gucken uns hier erstmal schön um, was es hier alles gibt auf diesen Sauerstoffkapsel. Hier ein Container, verrostetes, aber klar. Exo-Anzug. Also, die hier haben wir auch noch, okay. Da bekommen wir jetzt die Wasserstoff, Sauerstoff. Na gut. Durchsuchen. Da brauchen wir einen Atlaspass. Das hätten sie auch weglassen können, ne? Mit dem Atlaspass. Exo-Anzug. Und haben wir einen Mikroprozessor bekommen. Gekrilligt. Und hier haben wir verdichteter Kohlenstoff. Alles klar. Dann schauen wir uns mal um auf der Basis und reden mal mit dem einen oder anderen. So, dann haben wir hier Spezialist. So, Freund. Okay. Das hektische Schnabelkling des Senders scheint anzudeuten, dass er offen für etwas holprige Konversation mit möglichen Missverständnissen ist. Okay. Wir bekommen ein Wort beigebracht. Das Wort heißt Verzweiflung. Ganz toll. Ja, verzweifelt kann man da schon werden. Arbeiter, okay. So, der Händler klappert energisch mit seinem Schnabel. Er starrt auf meinen Exo-Anzug, mein Multiwerkzeug und fragt sich wahrscheinlich, warum ich reden will. Zu mir bieten ein Geschenk an. Ist schön. Okay, er nimmt es dankend an. Und unser Ansehen hat sich verbessert. Und ansonsten mag ich eigentlich mit keinem mehr reden hier. Auf zu unserem Raumschiff. Die strahlende Säule. So, wir fliegen den einfach mal leer, den Tank. Dann schauen wir, wie man den wieder auflädt. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, die planetaren Koordinaten habe ich erhalten, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wo da was ist. So, da fliegen wir jetzt rum. Was gibt's da? Ne? Scannen. Okay. Nix entdeckt. Ja, wir müssen mal wirklich suchen, ne? Da muss man wirklich suchen. Machen wir da hinten nochmal den Scanner aktivieren. Okay. Ne, wir hatten es ja schon gehabt beim letzten Mal. Es war jetzt nicht so, dass das so viel. Was ist das schon wieder? Und dann können wir es nicht irgendwie ausschalten. Ich weiß mittlerweile, dass ich dorthin muss. So, der Herstellungspunkt gespeichert. So, was gibt's hier? Okay, da ist auf jeden Fall mal was anderes, was Neues. Kennen wir die schon, die Tiere? Ja. Okay. Aber hier war noch was anderes gewesen.
Genau. Kenne ich das schon? Eine natriumreiche Pflanze. Super, okay. Eingepackt. C. Wasserstoff. Worum auch immer. Aber ich denke mal, das werden wir brauchen, oder? Für unser Raumschiff zum Abhebungszeug. Denke ich mal. Da hat sich ganz schön viel verändert von dem Namen her. Da ist man sich jetzt nicht mehr so sicher, brauche ich das jetzt? Brauche ich das nicht? Oder für was ist das gut? Da haben wir noch mehr. Das war bestimmt mal Zink gewesen früher. Das hier, diese natriumreiche Pflanze. Es sieht fast so aus, ne? So, unser Raumschiff ist dort oben. Es ist Nacht. Da hinten eine Wolke, das sind Gaswolken, oder? Nee. Das sind Wolken auf dem Planeten, da ist ein Wächter. Große Klasse. Okay, dann schauen wir mal nach, wie wir eigentlich unser Raumschiff betanken. Wir brauchen Startschubdüse, aufladen. Aufladen. Okay, Treibstoff, Uran, ganz toll. Ja, und wie mache ich das? Ja, klasse. Ja, aufladen mit Raumschiff-Treibstoff. Okay. Produkt herstellen. Und zwar. Ja. Na, wie soll ich das jetzt herstellen? Raumschiff. Ah ja. Die Wasserstoff. Und Metallplatten. Was? Mit die Wasserstoff und mit Metallplatten kann ich das. Okay. Ferritstaub herstellen. Okay. Produkt herstellen. Treibstoff, okay. Insgesamt 450 Units. Okay. Startschubdüse. Aufladen mit Treibstoff. Oder Uran. Oh je. Ja. Das ist halt ganz schön heftig, ne? Also ich fand es ja beim. Das, vor dem Update fand ich es entspannend zu spielen. Und jetzt ist es richtig anstrengend. Ich muss sogar schon meinen Treibstoff selber herstellen. Das ist schon heftig. Aber okay. Da machen wir es ganz einfach so. Dann fliegen wir halt nur rum. Und erkunden alles. Und dann machen wir es einfach so. Und sagen, nö, machen wir nicht. Was ist das für ein Berg? Das ist gar nichts. Da unten ist ein Gebäude. Und zwar haben wir hier das wird hier hinten sein. Fliegen wir da runter. Da unten ist es, das Gebäude. Also da es unbekannt ist, war ich da noch nicht. Ist aber auch eine Basis. Okay. Dann wollen wir mal hier landen, auf der Basis. Und gucken uns da um. Ich glaube, ich werde mir diesen Treibstoff kaufen. Na, das ist ja echt heftig. Was gibt es hier noch? Nichts mehr. So. Dann wollen wir mit den ganzen Leuten hier mal reden.
das ist. Keck. Okay. Der Händler klappert den Helm mit seinem Schnabel. Er schaut auf meinen Ex-Anzug. Okay. Geck Relikt anbieten. Da freut er sich drüber, okay. Und unser Ansehen hat sich verbessert, das ist auch schön. So, jetzt gucken wir erstmal hier in den Terminal des galaktischen Marktes. So, kaufen. Kaufen, okay. Was? Ein Treibstoff kostet 43.000. Das ist schon ganz schön viel. Das ist schon ganz schön viel. Auch wenn wir hier genug haben, aber das ist echt viel. Also dann stellen wir es lieber selber her, ne? Das ist einfacher. Und das ist ein Händler. Okay. Der Händler sieht mich mit vor Neugier geweiteten Augen an. Er klickt ein paar Mal mit dem Schnabel, sondern hat einen neutralen Duft ab und wartet auf meine Bitte. Ich biete ein Geschenk an, weil ich nett bin. Das ist schön. Okay, unser Ansehen hat sich verbessert. Das ist schon nicht schlecht, wenn wir ein gutes Ansehen haben bei den ganzen Völkern. Wow, das ist ein geiler Brocken, oder? So ein Raumschiff bräuchte man auch. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Das ist alles schon, da war ich schon. Kann das sein? Also haben wir auch angezeigt, dass es eine unbekannte Station ist. Warum macht es das dann, wenn ich hier schon war? Das ist doch blöd, oder? So, das schalten wir jetzt auch mal ab. Finde das Lager. Erwachen. Kann man es nicht irgendwie ausschalten? Wahrscheinlich nicht. Hier. Starten. Und. Naja, bin ich hier gegen irgendwas geflogen. Ja, ist okay. So. Mal ein bisschen Gas geben hier. Und das haben wir jetzt gescannt. Das sind die Koordinaten, okay, da will ich ja jetzt gar nicht hin. So. So, was wir den nächsten Punkt finden, wo wir landen können. Ja. Sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall mit den ganzen neuen. Ja. Da hinten ist ein. Ist das nächste. Mit den ganzen neuen. Unbekanntes Gebäude. Hoffentlich ist es auch wirklich unbekannt. Und dass ich ja schon dreimal vorbeigeflogen bin. Naja, okay, das sieht recht. Das sieht so aus, als wäre ich da noch nicht gewesen. Okay. Landesequenz wird eingeleitet. Und wir kartieren natürlich hier. Sehr schön. Donosco Grasland. Und da gibt es auch einen Stein. Da können wir was lernen. So, Oxid haben wir gelernt. Reisemeilenstein erreicht, können wir überspringen. Sehr schön. Okay. Dann würde ich mal sagen, sieht auch cool aus oben, ne? Okay. Müssen wir im nächsten Teil ein bisschen sammeln gehen. Und ja. Das ist, denke ich mal, der Plan. Sammeln. So, speichern. Okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da.
kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.